Ein weiterer Mythos ist, dass nur die Verkäufer Trainings brauchen und die Führungskräfte und Inhaber, die können so bleiben, wie sie wollen und wie sie gerade sind. Denn die Verkäufer haben ja das Problem, oder? Das Problem ist, Menschen verhalten sich perfekt angepasst an ihre Umwelt. Und die Umwelt der Verkäufer ist nun mal das Möbelhaus, die Führungskräfte, deren Führungsprozesse und der Inhaber. Das heißt, wenn Sie Inhaber sind oder ein Möbelhaus managen und wollen, dass Ihre Verkäufer ihr Verhalten verändern, ist die Voraussetzung, dass Sie selbst Ihr eigenes Verhalten verändern. Wenn Sie also der Meinung sind, nur die Verkäufer müssten was lernen und nur mal schnell ein Motivationstraining brauchen, dann sind wir nicht die richtigen Anbieter für Sie. Wenn Sie nicht daran interessiert sind, sich selbst und Ihr eigenes Unternehmen tiefgreifend, schnell und energisch zu verändern, um mit der gesamten Mannschaft mehr Erfolg zu haben, dann sollten Sie auch nicht mit uns zusammenarbeiten. Wenn Sie weiter warten wollen, bis Sie Ihre Mannschaft mit Schimpfen und gutem Zureden dazu gekriegt haben, Ihren Verkaufsprozess zu verändern und bis Führungskräfte mit einem Mal wie von Geisterhand Sachen anders machen, als sie es die letzten 20 Jahre getan haben, dann sollten Sie uns auch nicht kontaktieren. Dann warten Sie einfach weiterhin ab und lassen alles so, wie es ist. Wenn du also etwas verbessern willst, musst du dein eigenes Verhalten verändern. Deswegen arbeiten wir nur mit Häusern zusammen, wo auch die Führungskräfte bereit sind, ihr eigenes Verhalten mit Prozessen zu verändern. Das macht Spaß, das tut nicht weh, aber es ist absolut notwendig, dass auch die Führungskräfte anders mit den Verkäufern umgehen, und zwar wertschätzender, anerkennender und positiver. Führungskräfte müssen sich in unseren Programmen wesentlich mehr anstrengen und sind wesentlich involvierter als die Verkäufer. Warum? Weil sie wesentlich mehr Verantwortung für den Gesamterfolg haben. Deswegen starten wir auch kein Programm, für das wir nicht vorher einen sogenannten Impulstag gemacht haben. Ein Impulstag, da lassen wir sämtliche Führungskräfte und den Inhaber unseren Ansatz praktisch einen Tag Probe fahren. Danach wissen Sie ganz genau, wie wir arbeiten, wie das Programm funktioniert. Und am Ende des Tages, so gegen 16.30 Uhr, verlassen wir den Raum und fangen an, Kaffee zu trinken. Und der Inhaber und seine Führungskräfte beraten sich, und zwar so lange, bis sie sich einig sind, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen. Und wir arbeiten nur mit Häusern, wo wirklich alle zusammen entschieden haben, jawohl, wir wollen das machen, wir haben verstanden, dass wir unser eigenes Verhalten verändern müssen und wir glauben, dass wir das mit Thomas Witt Consulting hinkriegen. Also nach der Verkaufspotenzialanalyse, die kostenlos ist, ist der nächste Schritt ein Impulstag und den berechnen wir oft auch nicht. Also nehmen Sie Kontakt mit uns auf, der erste Schritt ist die Verkaufspotenzialanalyse. Los geht's!